Der E-Commerce entwickelt sich rasend schnell und für uns als inhabergeführtes kleines Unternehmen ist es wichtig, am Puls der Zeit zu sein und neue Trends zu setzen. Und das ist unsere Entwicklung hin zum Hersteller, dass wir die Produkte umsetzen, die uns am Markt fehlen. Mein Name ist Julia Ritter. Ich habe 2009 Desiree gegründet. Wir sind ein Concept Store für Designprodukte und Produkte ausgesuchter Manufakturen. Für mich ist wichtig, neue Trends zu entdecken, zu entwickeln, daraus neue Produkte zu entwerfen und unseren Kunden zugänglich zu machen. Dazu brauchen wir ein cleveres Marketing über viele Kanäle, dass wir schnell am Markt sind und unsere Kunden immer wieder neu inspirieren. Unser Alleinstellungsmerkmal ist auch mit, dass wir einen Kontrapunkt setzen wollen gegen die Wegwerfmentalität. Und unsere Produkte sind eben langlebig im Material, im Entwurf und werden optimalerweise mit der Zeit immer schöner. Der Export ist für uns dieses Jahr ein ganz wichtiges Thema. Es ist ein wahnsinnig großes Thema, ein sehr komplexes Thema, aber es birgt auch sehr viele Chancen, neue Märkte zu erschließen und dass wir wachsen können. In den letzten Monaten mit Unternehmerinnen der Zukunft haben wir uns hier ein unheimliches Wissen erarbeitet, die Kompetenz erarbeitet, neue Märkte zu bespielen und herauszufinden, wie tickt der französische Markt, wie tickt der spanische Markt, was gibt es hier für neue Herausforderungen und wie können wir dem begegnen. Das Programm ist unheimlich herausfordernd für mich und mein Team. Wir setzen unheimlich viel um und müssen uns die Zeit erarbeiten während des Tagesgeschäfts. Das Wichtigste für mich und auch das Schönste ist, unsere Eigenmarke zu entwickeln. Hier gibt es ganz viele Herausforderungen. Wir müssen neue Lieferanten finden, die unsere Produkte herstellen, die Produkte herstellen in unseren Qualitätsansprüchen. Und wo mir tagtäglich das Herz aufgeht, ist, wenn ich die Produkte im Einsatz sehe bei unseren Kunden, wie sie dekoriert werden, wie sie geteilt werden über Social Media. Das ist unsere schönste Rückmeldung.